Herzlich willkommen auf meinem Multikulti-Channel. Ich bin's, euer Laser, und heute will ich euch mal was Cooles zeigen. Auf meinem Hauptchannel, den Let's Play-Channel, konnte man schon sehen. Aber ich möchte das speziell hier nochmal zeigen. Und zwar habe ich ja den Rex-Promo in meinen Videos gezeigt. Das Video gilt hier für alle Modellbau-Freaks. Und zwar habe ich jetzt von Google meine Videos wieder gekriegt. Also die hatten halt wohl irgendwie Schwierigkeiten. Auf jeden Fall bin ich jetzt auf mein Video wieder zurückgekommen. Und wie ihr sehen könnt hier, Rex X, ne? Vor 5 Jahren habe ich das Video veröffentlicht und ich möchte euch das Video nicht vorenthalten und euch das mal zeigen. Das ist, den habe ich mir dafür gekauft. Ich mache mal die Musik aus. So. Die Videoqualität ist scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wie gesagt, vor 5 Jahren. Und da hatte ich den neu. Da seht ihr den nagelneu. Ich bin so stolz gewesen auf den Wagen. Da sind die ganzen Daten. Da habe ich das mit einer Taschenlampe gemacht, weil es war einfach schon zu spät. Ich kam nach Hause und es war schon dunkel und ich wollte aber unbedingt noch ein Video machen von diesem geilen Auto. Und ja, ich habe mich eigentlich nur so tierisch über diesen Wagen gefreut, weil ich ihn damals ziemlich günstig bekommen habe. Das war bei Konrad, der kam da gerade raus und habe ihn für 150 Euro bekommen. Alles. 4WD, Fernbedienung, ich glaube, Glühkerzen-Set war damit bei, also Glühstarter war damit bei, es war ein Zündkerzenschlüssel war damit bei, es war wirklich alles bei diesem Wagen dabei, wirklich alles. Es war echt krass, ich musste nur noch Sprit kaufen, also dazu kaufen, und ich hatte einfach alles, ne? Es war einfach genial und ich war so stolz darauf, so günstiges, ja, so ein günstiges Bündel gekriegt zu haben, weil wenn ich mir heute das angucke, diesen Wagen gibt es für 150 Euro nur mit 2WD, einer lächerlichen Fernbedienung. Gut, die war vielleicht auch nicht besser als die, die ich da hatte, aber das war's dann, ne? Man kriegt dann sonst nichts, man muss noch alles extra zukaufen, Glühkerzen, Stecker und Schlüssel und hast nicht gesehen. Das war halt eben damals alles schon bei dem mit bei. Und dann hab ich hier provisorisch das Video aufgenommen. Es war einfach zu geil. Es war Sonne, wie gesagt, vor 5 Jahren. Und bin dann da mit dem Wagen längst geheißt. Ich weiß nicht, kann man mal Toner machen? Es war einfach zu geil. Der Wagen ist so abgegangen wie Luzi. Und wie ihr letztens sehen konntet auf meinen anderen Videos, die ich ja mit ihm gezeigt habe, der Wagen sieht immer noch so aus wie vorher. Also, der hat sich in den ganzen Jahren, ich glaube, das sind jetzt knapp 6 Jahre, 6, 7 Jahre sind das jetzt, hat sich der Wagen fast nicht verändert. Mal kleine Brüche, ist klar. Aber sonst ist der Wagen tipptopp. Das Einzige, was mal kaputt gegangen ist, hinten der Flügel. Das war das Einzige, was mal kaputt gegangen ist. Selbst die Verkleidung oben, die habe ich selbst, die sieht immer noch so aus wie da in dem Video. Also ist alles noch vorhanden. Selbst der Motor ist noch da. Der 21er, den habe ich auch noch, den habe ich auseinandergenommen und eingelagert mit Öl, damit er nicht rostet. Selbst der existiert noch, ne? Und der läuft auch noch einwandfrei, also super, ne? Und da ist auch ein Force drin. Und wenn man sich jetzt überlegt, ich hatte den Wagen oder habe den Wagen jetzt 7 Jahre, der Force-Motor läuft immer noch wie eine 1, wurde nur ausgetauscht durch einen größeren 28er, ist das ein super Auto gewesen, ne? Ich kann ja mal hier ein bisschen Toner machen. Das Blöde ist die Musik im Hintergrund. Der hat einfach nur Power gehabt. Das ist einfach geil so. Und ja, ich wollte das einfach nur mal zeigen, dass Force-Motoren nicht schlecht sind. Oder Autos von Rally, zumindest damals waren sie nicht schlecht. Ich weiß ja nicht, wie es jetzt aussieht. Ich habe bis jetzt mir noch keins gekauft von Rally. Ich habe das aber jetzt mal die Tage vor. Ich will mir wieder ein Auto kaufen. Ich muss mal gucken, was ich mir hole. Vielleicht hole ich mir auch den Virus von Asmon Racing, weil der ist ziemlich geil zu selber zusammenbauen. Mache ich dann auch ein schönes Video drüber. Ja, aber wie man sieht, das ist der Rex. Wie gesagt, 5 Jahre alt in dem Video und wollte ich mal zeigen. So, jetzt habe ich noch ein Video und zwar hier. Das ist mein Monster Truck gewesen. Der ist, wie gesagt, auch vor 5 Jahren. Den habe ich mir auch bei Konrad geholt und zwar ist der sogar ein Tick älter als der Rex. Mach ich auch mal den Ton aus. Das ist ein Carson Monster Truck gewesen.
Den gab es für 100, ich glaube 110 Euro. Nur mit 2WD-Antrieb, also nur Zweierantrieb. Und aber auch mit Fernbedienung, genau, auch mit Fernbedienung. 2WD-Antrieb leider nur, also nur Hinterantrieb und so einer hässlichen Karosserie. Das Witzige ist, den Wagen habe ich damals verkauft, so wie ihr ihn jetzt seht hier im Video bei eBay, und habe 150 Euro noch bekommen für den Wagen. War eigentlich plus minus null, weil die Viper-Karosserie, die ihr hier seht, die habe ich damals mir bei Karstadt gekauft. Dazu zwei Farben, einmal dieses Neon-Orange und Gold. Und die Aufkleber waren halt eben bei der Karosserie dabei. Und ja, habe ich selbst gemacht, habe ich 11 Stunden für gebraucht, für die Karosserie. Ich fand eigentlich, sie sah ziemlich geil aus. Und ja, den Wagen habe ich dann später, so wie er da jetzt zu sehen ist, verkauft. Das Witzige ist, die alte Karosserie habe ich noch. Ich habe doch diese scheiß hässliche alte Karosserie, habe ich gefunden, im Keller unten. Und ja, schöne Erinnerung, wenn man sich das mal so anguckt, so. Ja, das war, wie gesagt, ich fand aber mit der Viper-Karosserie sah das einfach nur so einmal episch aus. Ey. So dieser Monster Truck da mit dieser Karosserie. Geil. Dann bin ich hier schön durch den Schnee gefetzt. Ich mal gucken, ob man Musik anmachen kann. Rödel. Das war aber ein ziemlich kleiner. Das war ist ein 1 zu 10 Modell. Und der hatte nicht so viel Power. Und Carsound war auch nicht so super, finde ich. Also der Motor hatte nicht viel Leistung. Ich weiß leider nicht mehr, welche Größe es war. Ein 10er, 15 Kubik? Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht mehr. Es war auf jeden Fall ein kleiner Motor. Ja. Habe ich ihn richtig gequält hier durch den Schnee. Ja. Aber ich habe ihn, wie gesagt, verkauft und die Räder waren einfach steinhart. Also Carson hatte da echt null Ahnung, würde ich mal sagen, was das Ding angeht, weil das Ding war total versaut. Die Räder waren steinhart. Es waren wirklich steinhart. Man sieht, wie der Schnee an den Rädern klebt da. Der klebt richtig an diesen Rädern, weil die so hart waren. Ey, das war einfach Hartplastik, würde ich schon fast behaupten. Der Motor war viel zu leistungsschwach. Der 2WD war scheiße. Man konnte auch nicht aufrüsten. Auch 4WD ging nicht. Gab es kein Kit für. Für vorne war einfach kein Antrieb gedacht so. Und ich weiß nicht, das war wohl eine Fehlproduktion, deswegen war auch so günstig. Und ja. Nehmen wir nochmal Ton an hier. Du Wichser, hast es vermasselt! Hast es vermasselt! Ja, das war's. Ja, wollte ich einfach nochmal zeigen. Passt ja zu meinem Channel und aus den alten Zeiten. 5 Jahre, wie gesagt, 5 Jahre sind die Videos alt. Den Rex Promo habe ich immer noch. Und bis zu meinem nächsten Video. Ich bin's, euer Laser. Tschüss.